Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Die Bearbeitung von PUI-Typen und PUI-Kategorien bietet viele Möglichkeiten, aber auch viele Fallstricke. Daher gibt es heute dieses Video. Viel Spaß! PUI-Typen und PUI-Kategorien haben eine einfache Hierarchie. Das sehen wir hier. Als Beispiel habe ich mal die Alpenrouten als PUI-Typ ausgewählt. Man kann sich die bei www.alpenrouten.de beispielsweise herunterladen und findet dort allerlei PUIs zu Pässen, Hochtälern und so weiter. Ich habe jetzt einfach mal die PUI-Kategorien Pass und Hochtal hier für dieses Beispiel ausgewählt. Also das ist die einfache Hierarchie. Damit können wir starten. Diese Hierarchie kann man aber auch ganz anders aufbauen. Man kann auch beispielsweise als Typ Pass wählen und dann Kategorien Schweiz und Italien. Analog dazu würde man dann halt Hochtal, Schweiz und Italien nehmen. Man kann es auch ganz anders aufziehen. Man könnte also als PUI-Typ beispielsweise Italien nehmen und dann die Kategorien Pass und Hochtal zuweisen. Hier ist also alles möglich. PUIs können auch Symbole haben, die man auch Icons nennt. Wird in der Kartendarstellung ein PUI des Typs Italien eingeblendet, so hat er dann entweder die Kategorie Pass oder Hochtal. Und in diesen Fällen wird das Icon des PUI-Typs zur Kategorie vererbt. Hat also eine PUI-Kategorie kein eigenes Icon, wird das Icon des PUI-Typs automatisch verwendet durch Vererbung. Haben die PUI-Kategorien ein eigenes Symbol, dann gibt es eine Priorisierung. Dann wird also gegebenenfalls das Symbol der PUI-Kategorien angezeigt. In der Kartendarstellung würde man also nicht das Icon der PUI-Typen sehen, sondern der jeweiligen Kategorien. PUI-Typen können bearbeitet werden. Hier kann der Name und ein Icon geändert werden. Das sehen wir hier. Um die Bearbeitung von PUI-Typen zu starten, klickt man in der Datenbankansicht mit der rechten Maustaste und wählt PUI-Typ bearbeiten. Hier sieht man jetzt, wie der PUI-Typ Foto in Foto Location geändert wurde und wie ihm ein Icon zugewiesen wurde. Klickt man danach auf OK, erhält man diese Darstellung. Der PUI-Typ Foto wurde jetzt nach Foto Location geändert und wir sehen jetzt auch ein Icon. Als nächstes möchte ich euch zeigen, wie man die PUI-Kategorien bearbeiten kann. Dazu klickt man auch wieder einfach in der Datenbankansicht mit der rechten Maustaste und öffnet dann im Kontextmenü, wie hier gezeigt, den Eintrag PUI-Kategorien bearbeiten. Danach öffnet sich dieser Dialog. Klickt man oben rechts auf die Schaltfläche mit dem Plus, wird eine neue Kategorie angelegt. Der neue Eintrag erhält auch automatisch den Fokus und man kann ihn dann beliebig umbenennen und ihm auch ein Icon zuweisen. Die neue Kategorie habe ich jetzt in Sardinien umbenannt und ich habe mir aus dem Internet ein Icon dazu gesucht. Das habe ich als sardinien.png gespeichert. Das sehen wir hier. Nachdem man eine neue PUI-Kategorie erstellt hat, kann man sie frei den einzelnen PUIs zuweisen. Wie das geht, sehen wir jetzt hier. Man klickt wieder mit der rechten Maustaste und dann klickt man auf PUI-Kategorie ändern. In diesem Beispiel sehen wir, dass aktuell 45 Point of Interest keine PUI-Kategorie haben, aktueller Wert also leer ist. Um hier jetzt die neue PUI-Kategorie Sardinien zuzuweisen, wählt man sie bei neuer Wert aus und klickt auf Alle ändern. Allen PUIs, die keine Kategorie haben, wird dann der Wert Sardinien zugewiesen. Dabei kann es vorkommen, dass man die Kategorie von PUIs bearbeitet, die vorher keine Kategorie haben und dass sie dann danach eine Kategorie haben, die eigentlich falsch ist. So, wie man das korrigiert, zeige ich euch jetzt hier. In diesem Beispiel habe ich hier das Guggenheim-Museum in Bilbao. Das hat jetzt fälschlicherweise die Kategorie Sardinien und wir haben ein Hotel in Frankreich, das auch die Kategorie Sardinien hat. Wir müssen also zwei Kategorien ändern. Dazu klicken wir jetzt bei dem Hotel wieder mit der rechten Maustaste und wählen wieder Kategorie Bearbeiten aus. In der Dropdown-Liste Neuer Wert wählen wir die Kategorie Hotel aus und klicken auf Ausgewählten PUI ändern. Hier sehen wir jetzt das Ergebnis. Der PUI zu diesem Hotel hat jetzt den PUI-Typ Hotel und eine gleichnamige Kategorie, die auch Hotel heißt. In gleicher Weise ändern wir jetzt auch den PUI des Guggenheim-Museums in Bilbao. Dem Guggenheim-Museum haben wir die Kategorie Spanien zugewiesen. Dem PUI-Typ Hotel haben wir außerdem ein Hotel-Icon zugewiesen. Selektiert man beide PUIs, wie hier gezeigt in der Datenbankansicht, werden sie automatisch in der Kartenansicht als Vorschau dargestellt. Dort sehen wir auch die automatische Auswahl der Icons. Weil der PUI-Typ des Guggenheim-Museums kein Icon hat, wird das Icon der Kategorie Spanien verwendet, also die spanische Fahne. Wenn wir nach rechts zu dem Hotel schauen, dann sehen wir, dass die Kategorie kein Icon hat, aber der Typ hat ein Icon. Deshalb wird das Icon des PUI-Typs Hotel angezeigt.
Damit wäre ich schon wieder am Ende dieses Videos. Wenn ihr Fragen oder Änderungswünsche habt, könnt ihr einfach auf die Webseite www.trackoftheday.de gehen und dann scrollt ihr ein bisschen nach unten. Dort findet ihr das Kontaktformular. Dort könnt ihr mir dann eine Nachricht zukommen lassen. Etwas weiter unten sehen wir auch den Abschnitt Änderungswünsche und Fehler. Falls ihr einen Fehler gefunden habt, könnt ihr den hier melden. Ich erhalte dann automatisch eine Benachrichtigung. Der Fehler wird dann korrigiert und mit der nächsten Version ausgerollt. Falls euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und vielleicht noch ein Abo da lasst und die kleine Glocke klickt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, bis bald und tschüss.